Jo Leute, was geht ab? Zocki am Start. Ja, das hier ist ein nachkommentiertes Gameplay auf der PS4. Natürlich ist das Ganze nicht live. Ich habe das gespeichert auf der PS4. Das waren so Szenen, wo wir alle als Rekruten gespielt haben. Wir waren da zu viert unterwegs und zwar gestern. Ja, es ist saulustig. Wir pushen da immer einfach so in den Raum hinein mit den Rekruten. Manchmal geht was, manchmal nicht. Aber wir hatten oft eigentlich Erfolg gehabt mit dieser Aktion. Und ja, ich finde, da kann man auch irgendwie sein Aim übelst gut trainieren. Das hätte ich mal sollen ganz früher machen. Schon viel, viel früher. Ich habe es ja wie lange sausen lassen, Rainbow. Also wo ich nicht oft gezockt habe. Und wenn ich jetzt so wieder weitermache, das ist wie Training bei Terroristenjagd sozusagen. Nur halt mit realen Gegnern. Ich finde das echt mega. Ich finde es schade, dass man auf der alten PlayStation da nur 720p aufnehmen kann. Auf der neuen, auf der Pro, da kann man 1080p. Die werde ich mir auf jeden Fall sowieso mal zulegen. Ob ich das dieses Jahr noch mache, keine Ahnung, mehr sehen. Wenn nicht, jeden Fall Anfang nächstes Jahres. Aber ich könnte ja auch die Elgato am Stück laufen lassen. Bam, 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 bam. Mann, ich habe da irgendwie voll geträumt und habe die gar nicht gesehen. Ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich da geträumt. Viel zu spät reagiert, aber ja, hat trotzdem hingehauen. Ja, dieser Überraschungsmoment, wenn man einem einfach reinpusht, das ist so unglaublich. Alter, ey. Voll die Zerstörung mit Rekruten. Wahnsinn. Ich find's voll lustig. Ohne Scheiß, ich find's übelst lustig. Natürlich gehen die Leute dann im Gegnerteam immer schnell raus, weil sie total angepisst sind. Also wir waren da zu viert unterwegs. Der fünfte hat immer mitgemacht. Hat der fünfte Mann bei uns im Team keine Rekruten geholt, haben wir ihn direkt rausgeschmissen. Ja, ich fand's auch mal lustig. Mal halte ich ja nichts davon, aber wenn wir solche Aktionen machen, dann raus. Ja, hier waren wir auch zu viert. Das ist jetzt eine komplette Folge, aber manche Sachen sind rausgeschnitten, wo einfach dann zu lange dauert. Also manche Stellen. Aber sonst habe ich da alles drin gelassen. Und natürlich die Vorbereitungsphase und so habe ich dann auch rausgeschnitten. Wo man thront und so. Ja, in diesem Moment habe ich auch geträumt. Ich wollte eigentlich eine Granate da an die Tür schmeißen. Und natürlich, die Ela liegt da und hat ihr schönes Loch gemacht. Ja, schön doof von mir. Normalerweise sollte man da immer drauf achten. Ja, aber der Killer hat mich gerecht. Wenigstens. Wir lassen uns da nicht unterkriegen. Wenn es nicht klappt in der ersten Runde, dann denken wir uns so, ach komm, in der zweiten Runde, da geht's voll ab. Oder dann halt in der dritten Runde, scheiß drauf. Oder gar nicht, dann im nächsten Match. Wer weiß. Manchmal geht was, manchmal halt nicht. Aber das mit dem Pushen, das geht eigentlich fast immer. Weil die Gegner nicht so damit rechnen. Im Angriff. Ich find's mega lustig. Rekruten-Power. Ja, natürlich, Kalle legt den Controller hin und gibt einen Schuss ab. Und natürlich macht er dann einen Headshot, wenn das mal beim Gegner so... Ja, wenn man so einen Zufall beim Gegner mal hätte.
Aber da kann man lange drauf warten. Natürlich für die Garage haben wir viel zu wenig Wände. Das ist unglaublich. Da kann man gerade mal so vorne, also den Außenbereich zumachen. Das war's aber auch. Sonst ist da alles dicht. Dicht. Offen, meine ich. Dicht ist ja zu. Oder wenn man besoffen ist, da ist man auch dicht. Einfach mal machen, ohne nachzudenken. Ich glaube, wenn man zu viel nachdenkt, dann ist man umso aufgeregter. Ja, da war gerade Olli am Fenster. Olli ist cool. Da ist er. Wir machen immer Blödsinn als Rekrut. Ja, so ein bisschen wackeln. Hallo, hallo. Das sieht so doof aus. Schön mit C4 lauern. Ja, ich dachte, Schild kommt hier an die Treppe. Ja, eigentlich wollte ich zu dem Fuse hin, aber dann steht natürlich dieser Kampfzwerg an der Tür und überrascht mich. Hallo, Zocki. Ja. Er hört schon das Fuse. Reinballer, bleib schön noch unten stehen, Kalle. Ist ja mal wieder typisch. Das ist Kalle. Bam. Den hat er schön geholt. Und direkt das Spiel verlassen. Ja, der hat gut gefressen auf jeden Fall. Dieser Blackbird. Blackbird. Bam, da hat er mich gerecht. Dankeschön. Da hat er mich voll gerecht. Bam. Push. Ja, da hatten wir gesagt, komm, wir schmeißen alle die Granaten hier rein. Jeder schmeißt die ganzen Granaten da rein. Wahnsinn, da ballert's und ballert's. Bam, bam. Ha! Hat der Kampfzwerg da auf der Treppe gesessen? Voll die Zerstörung hier. Massenzerstörung. Alter, ey. Das macht so mega Laune, ohne Scheiß, Leute. So zocke ich Rainbow gerne. Das müssen wir echt mal machen mit normalen Operators. Einfach so reinpushen. Das ist schon mega nice. Ob wir hier alle Wände haben, scheißegal. Wir wollen eh nur alle hier durchs Haus laufen. Beziehungsweise wollten. Ich hab's immer mit dem Fenster da. Immer muss ich das aufreißen.
Normalerweise kommen die immer da vorne. Der Vorteil ist halt, dass der Baum da steht. Dann kann man die eher sehen, weil man die Füße zuerst sieht, wenn die ankommen. Dann sollte man aber schon treffen, weil... Ja, wenn sie zurückschießen... Und es kommt wieder ein Treffer an den Kopf. Boom, weg ist man. Alter, ey, das ballert da. Der Jumper. Immer die Fenster raus, Springerei da, ne? Solche Assis. Alter, ey, die fallen da ohne Scheiß, wie die fliegen. Die fallen da, wie die fliegen. Ich platziere ein Nitro-Handy. Ruhig bleiben, ich krieg dich wieder hin. Ey, das ist... Wir laufen da rum, wie die Iren, bestellt und nicht abgeholt. Oh Mann, schaut euch das mal an. Olli verfolgt mich. In die Fresse. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Zusammenschnitt. Leider nur 720p, aber ja, besser als gar nichts, ne? Ja, lasst eine Bewertung da und ja, bis zum nächsten Mal.